Ja, hi Leute, bevor es losgeht, muss ich noch kurz was sagen. Und zwar ist mir während der gesamten Folge gar nicht aufgefallen, dass ich diesen Bereich schon einmal abgeklappert habe. Ich weiß gar nicht warum, und Joker hat auch nichts geschrieben. In diesem Sinne denke ich mal, dass irgendwie was bei dem Austausch der Safe States schiefgegangen ist. Ja, aber gut, jetzt seht ihr es halt noch einmal. Und in diesem Sinne geht's jetzt los. Na, ihr Grattler, willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Und wir sind hier irgendwo. Oh, nö. Na schön. Ich glaube, ich ahne, was auf mich zukommt. Sandame. Nein, warum muss es jetzt laggen? Ach, scheiße. Ach, geht doch. Okay, es regnet. Wenn es sich jetzt verwandelt. Oh nein. Na wunderbar, Joker hat anscheinend mal nichts als an AP verbraucht. Mann, bist du verschwenderisch. Oh Mann, Sonnetag. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ganz ehrlich, da mache ich nicht mit. Ein ewiges Hin- und Her-Switch. Ah, okay. Ja gut, ich hab's paralysiert. Gleißendes Sonnenlicht braucht keine Sau. Vor allem, weil das Viech jetzt eh kaputt ist, weil ich es besiegt habe. Genauer gesagt, mein Holz. Ich muss mal schauen, wo stehe ich denn hier überhaupt? Höhenkarte. Ah, ja. Also, entweder ist jetzt das nächste Ziel Route 100, Quatsch, warum Route 122? Seegraslaube. Moment mal. Segrasulp. Segrasulp. Ja, ich dachte, das ist Segraslaub. Na gut, warum nicht? Tatame, dass ich da. Doch, die war. Das war ein bisschen zu offensichtlich. Dass du darunter warst, Kollege. Du kleiner Fisch. Ninkada. Ah ja. Dann wird mal schnell gebissen. Ninjask. Nee. Warum hat sich da jetzt. Na, scheiß drauf. Ninjask kommt jetzt, oder? Na, scheiß drauf. Dann werde ich halt einfach weiterkämpfen. Gott, aber wenn das so eine lange Route ist, dann denke ich, wird es heute eh bloß Kämpfe geben. In diesem Sinne. Wenn das so ist, dann könntet ihr eigentlich auch genauso gut diese Folge auslassen. Was ich allerdings nicht möchte, ne? Okay, Fluchtwerk von Ninjas gesteigt, Holz benutzt bis. Und du bist tot. Okay, Smogon. Jetzt kann aber mal Jannis ran. Scheiße, Holz ist mal wieder OP oder was? Ja, ich glaube, dann kann ich noch ein bisschen Offscreen-Training machen. Es regnet weiter. Psychokinese, bitteschön. Zack. Und weg. Ich frage mich, wie das in Realität aussehen würde. Ich meine, Gardevoir macht einfach bloß einen Blick und diese Wolke verschwindet einfach. Okay. Oh nee, darauf habe ich. Was haben wir denn hier? Das sieht doch interessant aus. Was haben wir denn hier? Bären. Ganz ehrlich, nein. Bewegen die? Geil, die bewegen sich. Na gut, pflücken wir die mal. Okay.
weich und lehmig. Bloß das mit dem Einpflanzen ist halt so eine Sache, ne? Weil wir können ja dann den Erdboden nicht weiter benutzen wegen irgendeines bescheuerten Bugs auf dem Emulator. Okay. Oh nein, ein Kecleon. Nein! Wie sieht's mit der Fitness aus? Harte Zeiten. Blöde Sache, ne? Ach, das ist eine Rangerin. Ingeborg. Ist das die Frau von Andy Borg oder wie? Ja, mir soll's wurscht sein. Was heißt, hier soll's? Mir ist es eigentlich wurscht. Was die denen für Namen geben. Was hat. Ah, Tatsache. Okay. Einfach mal Tatsache. Okay, er trägt nicht weiter. Bies. Top Gesüff. Von mir aus. Okay, dann. Noch einmal Biss. Und fort ist. Jetzt darf mal wieder jemand anderes ran. Lombrero. Da mal der Panzer ran. Weil er ist ja Kriech. Ne? So sieht's aus. Okay, Lombrero. Und es riecht eine Weide. Metallklaue. Okay. Erstmal zurück, Schreckermania. Bitte. Okay. Mama Eisenschwert. Absorber. Bei Stahl bringt es ja nicht viel. Obwohl, na gut. Das wird durch den Gesteinstyp wieder austariert. Wieso nicht so effektiv? Das macht doch ordentlichen Schaden. Aber gut, wenn das so ist, dann ist es halt so. So, jetzt nochmal heißen Schweif und du bist tot. Mausetot. Okay, prima. Planas. Welcher Typen-Kombo war das? Nice. Obwohl, nee, warte mal, war das nicht... Blatt und nicht Pflanze und Milch. Scheiße. Also irgendwie bin ich gerade mit meinem Latrinum am Ende. Okay, du schreckst eh zurück. Oh, Volltreffer. Na gut, dann hätte ich eigentlich genauso gut austauschen können. Ja, geh du mal ran. So, Planas setzt Wachstum ein. Ist jetzt nicht gerade größer geworden. Aber gut. Biss. Okay, es ist tatsächlich Typ Unlicht. Und es regnet noch immer mehr. Okay, und immer noch nicht sehr effektiv, habe ich mittlerweile gemerkt. Uhu, ich sterbe. Hoffentlich nicht, du. Bis. Und jetzt bist du tot. Planas. Planas. Bin fit wie ein Turnschuh, aber... dumm wie Scheiße. Okay. Okay, gegen dieses Kecleon habe ich schon eine Strategie. Devonscope. Kecleon. Ja, und zwar machen wir das so. Ich greife mit einer Psycho-Attacke an. Wenn es bis dahin noch nicht platt ist, dann wechsle ich Holz ein. Psychokinese. Und dann greift es mit Biss an. Genau, und dann ist es auf jeden Fall kaputt.
Und es regnet weiter. Ah, nee, falsches Teil erwischt. Okay, Janis, das hast du wirklich sehr gut gemacht. Und Katzfurie. Scheiße. Aber nur zweimal getroffen. Tat. Bies. No. Ich glaube, ich werde jetzt mal... Genau. Ja, ich weiß, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt mal... Okay, ich werde zurück zum Poké-Center radeln. Und mal die Pokémon heilen. Okay. Soweit, so gut. Und jetzt sind wir wieder in der Stadt der Baumhäuser. Schreibmaschinen klappern. Okay. Okay, jetzt nimmst du meine Pokémon und machst sonst irgendwie irgendwas damit. Na, wartet mal, jetzt fällt mir gerade, apropos Pokémon. So heißt übrigens das Spiel, ne? Item. Oh, Nugget. Schön, habt was zum Verscherbeln. Okay, und jetzt wieder rüber. Und runter. Nee. Ach komm, nein. Der läuft die Leiter runter. Oh nein. Meine Güte. Und also in diesem Sinne. Glückwunsch, Game Freak. So. Und da. Fuck. Prüfe dein Pokémon und schau, ob sie fit will. Edward setzt ein Samurzell ein. Ja gut, warum nicht? Da hat es ja nicht den Unlichttyp, von daher. Ja. Soweit passt das doch. Blanas. So, jetzt darf Inferno rein. Mit einer Feuerattacke die Dinger. Gut. Denn nur das finde ich gut. Nein! Nicht zurückschrecken. Glut benutzt. Okay, neuer Versuch. Zäher Bursche. Das musst du schon sagen. Aber nicht so zäh wie meine Pokémon, du. Er hat den Stärke Steinhagel. Kann das Ding auch noch, ha? Hab ich nicht gewusst, Leute. Lombrero. Darf wieder jemand anderes machen? Darf mal Holz ran. Das kann ja wieder sein, Elektroattacke. Funkensprung. Und du bist zurück. Er schreckt auf jeden Fall zurück. Also, wir merken uns mal, Mogelhieb ist keine wirklich tolle Attacke. Naturkraft wird zu Sternschauer. Liegt es jetzt vielleicht daran, dass es gerade in dieser Umgebung regnet? Also ein Regenschauer. Bloß... Hoppala, jetzt bin ich an mein Mikro gekommen. Dabei wollte ich mich bloß an der Nase kratzen. Okay. Boah. Ja. Gut, das macht auch Schaden. Nee, wird es jetzt zu Naturkraft jetzt zu Sternschau, weil es hier einen Regenschauer gibt und die Attacke Regenschauer eigentlich auch nicht existiert. Ah, scheiß drauf. Lass mal darunter. Nugget. Okay.
Okay. Nochmal so ein Busch für Geheimbasis. Sehr schön. Und hier ist... Wow, nichts. Aber ein sehr schönes Nichts. Ach so, zu hohes Gras. Oh, ich habe das ganze Gras geraucht. Jetzt können die Pokémon immer wohnen. Na, darüber gehe ich erst dann, wenn es wirklich relevant ist. Darüber zu gehen. Meryl. Speckschicht hat das Viech, okay. Und... Ja, geht doch. So ist... Dann haben wir hier einen Hypertrank. Und... Da ist sie schon? Ja, Tatsache, da ist schon die Route 21. Aber die darf Joker wieder abgrasen. Vorher fordere ich dich nochmal heraus. Kampfgefällig? Ja. Okay, wer ist jetzt erschrocken? Geh weiter. Käferwasser, glaube ich. Ja, Käferwasser. Weil das ist ja ein Wasserläufer. So eine Weiterentwicklung. Maskereigen finde ich eigentlich auch recht interessant. Soll es eine Motte sein, oder wie? Ja, noch ein Geweiher. Na, immer her damit. Okay, weiterhin. Zuckhieb und Confusion. Wunderbar. Janis wurde besiegt. Und... Und nochmal Bruno mit seinem Geweih. Fein. Tja, Freunde, in diesem Sinne würde ich einfach mal sagen, wenn ihr es bis dahin durchgehalten habt, Glückwunsch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim übernächsten Mal. Und bis dahin gilt, wieder schauen und reingehauen, macht's gut und ciao.